Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind hier wieder im Kampf gegen die Bösartigkeit der Welt. Mit Österreich in Europa Universalis. Ja. Alles ist elend und alles ist fürchterlich. Okay, gut. Ich habe hier einen Typen, der offensichtlich nicht weiß, was er tun soll. Threatening Countries. Vielleicht ist gar nicht immer so schlecht. Gegen Moskau. Gut soll sein. Gut, wir haben jetzt unsere Leute auf volle Alarmbereitschaft gegeben. Und zwar deswegen, weil diese dämlichen Pretender langsam aber sicher echt ärgerlich werden. Das Problem ist, ich will da eigentlich nicht weiter forschen. Ich glaube, ich werde hier Wien ein wenig ausbauen mit den administrativen Punkten. Davor werde ich ihnen aber dieses Edikt geben. Wie heißt das? Encourage Development. Dann kommt es etwas billiger. Kostet nur noch 50 Punkte. So, wie ist denn das da eigentlich? Sind wir da jetzt näher dran? Ja, 26 von 32. Von 32. Und? Haben wir das jetzt geschafft? 32 von 32. Yay! Wir haben 3. 2. Was brauchen wir dafür? Drei verschiedene Sachen. Na gut. Und Wien ist jetzt etwas reicher. Wir sollten ein bisschen mehr Einkommen machen. Brunswick auf keinen Fall. Obwohl, vielleicht sollte ich die einfach alle durchlassen. Ich meine, die bringen sich eh gegenseitig um. Das machen sie so oder so. Ha, und wir sind auf Plus, was das Geld betrifft. Vielleicht sollten wir außerdem noch einen Schippernackel dazu kaufen. Wobei andererseits, das bringt fast gar nichts. Wieso nicht? Nochmal zwei Schiffe dazu. Obwohl, das war vielleicht gar nicht einmal so klug. Ich glaube, wir sind beim Überschiffslimit. Nein, doch nicht. 20 von 21, das passt schon. Oh, Dänemark hat uns als Rivalen angesehen. Können wir sie jetzt auch wieder rivalisieren? Jop, können wir. Machen wir doch glatt. Dänemark ist ein guter Rivale. So, was haben wir da? 18 Schippernackeln.
Auf jeden Fall, wenn wir gegen die Venezianer Krieg führen, müssen wir unsere Flotte in Sicherheit bringen. So, 14 Jahre. Der Bürgerkrieg kommt immer näher. Es gibt sicher irgendjemanden, der... Okay. Die Osmanen haben offensichtlich coole Kanonen. Ja. Lass mal machen. Bringt euch halt gegenseitig um. Cleves. Wie schaut's aus? Ha, das wird Köln glücklich machen. Nein, was machst du da, Idiot? Sollst kein Spy Network machen, du sollst Relations improven. Ah, wieso? Warte mal. Wieso magst du mich nicht mehr? Gerade vorhin mochtest du mich noch. Okay. Was habe ich jetzt schon wieder getan? Relations plus 130, Controlling other electors minus 50. Large Nation in the Empire plus 50, na gut, soll sein. Imperial Authority plus 4, Same Culture Group plus 5, Alliance plus 30. Ja, na okay, die Legitimacy ist natürlich katastrophal, das muss ich zugeben. Same Culture Group, Alliance. Wählt mich gar keiner mehr außer den Böhmen. Oder Westfalen. Schauen wir mal. Wir können nur eines von den beiden verlangen. Hessen, Kassel, Paderborn. Gehört Köln. Westfalen. Gehört auch Köln. Na, dann nehmen wir natürlich Westfalen. Warte mal, wieso haben wir mit denen keine Military Alliance? Ah nein, Military Access. Ich dachte, mit denen habe ich Military Alliance, oder? Eigentlich müsste Köln uns lieben. Dafür, dass wir ihnen jetzt schon das nächste Mal Land gegeben haben.
Auf jeden Fall müssen wir die Force auch aufdrehen, bevor wir den neuen Herrscher kriegen. Weil ich fürchte, mit dem neuen Herrscher wird auch eine Rebellion kommen, die einen besseren Herrscher hat. Oder einen anderen Herrscher. Na gut, nein, Hessen wird das nicht ein zweites Mal machen. Das lassen wir ihm jetzt mal. Wir wollen nicht so sein. So, fast ist die Zeit des Friedens vorbei. Fast. Wir haben es fast geschafft. Meine Lieben. Oh, wir haben eine Power Projection von 41. Das ist ja cool. Ja, unter 0 geht nicht, sehe ich. Unfassbar. Das sinkt auch. Rise of Pretender. Oh, er ist 15 geworden. Weltsperren. Okay. Ach, Gott sei Dank. So. Da gehen wir mal eins runter. Educate, so, außerdem drehen wir da das Vor auf jeden Fall mal auf als erstes. Oh, plus eine Diplomatie dazu, finde ich gut. Cardinal Minister. One of the Cardinals in Austria has proven to be skilled. Okay. Clergy State gains 5 Influence. Finde ich gut. Grundsätzlich mal. Oder wir können 10 Prestige nehmen. 10 Prestige sind vielleicht jetzt gar nicht einmal so schlecht. Warte mal. Was macht das? Machen wir irgendwas Gescheites auch? Missionarstärke. Tolerance of True Faith plus 1 macht die Leute glücklicher und zufriedener. Drauf. 10 Prestige ist gut. So. An Heir to the Throne. Yay, wir haben einen Alexander als Dings. So, my Archduke. Bohemian Pretender Rebels have risen up in Dolny Lusice. Okay. Können die guten Böhmen damit klarkommen? Das sind nur 7000 Mann. So, Wolfgang von Quart ist eh der stärkere von den beiden. Na bitte, schau dir was an. Unlawful Territory in Hessen interessiert mich nicht. Oh, Gott sei Dank. Jetzt kümmern wir uns mal um unsere Rebellen. Und danach kümmern wir uns um Venedig. Was? Was? Na okay, das kostet mich weniger administrative Punkte als das, oder? Pff, außerdem minus eine Inflation ist ja schrecklich. Das bringt ja gar nichts zur Zeit. Wir haben 0,66. Na Gott.
So, wir sind in Treviso. Wir sind auch in Treviso. So, na dann, nieder mit euch. Ihr Elenden. Sollte sich ja wohl ausgehen. Was ist mit Mailand? Ach, das hätte ich vielleicht durchlesen sollen. Und nicht einfach wegklicken sollen. Naja, wurscht. So, wir haben auch den besseren Anführer. Ja, wir würfeln nur 0, das ist ja wohl ein Witz. Okay. Na, du bleibst da. So. Tschüssi. Schiebernakeln. Wir fahren bitte in den Hafen, weil wir werden den Venetiern jetzt den Krieg erklären. So, mit wem müssen wir da Krieg führen? Oh, wir müssen da mit dem Papst Krieg führen. Das gefällt mir gar nicht. Was, wenn wir den Papst Krieg erklären? Da müssen wir mit Venedig auch Krieg führen. Will ich mit beiden gemeinsam Krieg führen? Kann ich mit dem Papst, kann ich den Papst als Vasallen nehmen? Wenn ich den Papst hier anklicke. Nimmt er dann noch, wen nimmt er dann noch mit in den Krieg? Ferrara und Savoyen. Wieso macht Polen nicht mit? Kastilien macht mit, das ist perfekt. Ist eh wurscht, Polen soll eh im Krieg gegen Dings, gegen Ungarn mithelfen. So, was machen wir? Take Friaul. Nein, wir wollen Friaul selber. Nö, 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 nö. Du machst da. Du machst da auf totes Ferrara. Gut soll sein. Münster. Oh ja, oder Oversticht.
Übersticht und Hoja würden sie zurückgeben. Wo ist denn das? Übersticht. So, Obersticht gehört wem? Utrecht. Und Hoja gehört Brunswick. Brunswick wollen wir eh nicht groß haben, also Obersticht. Gellre. So. Oh, du konntest Utrecht freigeben. Mist, wenn ich das gewusst hätte. Naja, wurscht. Wird Utrecht noch größer. So, wir hauen also auf jeden Fall als erstes mal Ferrara aus dem Krieg. Warte mal, hier könnte es eigentlich Bosnien versuchen rauszuwerfen. Dazu müssten wir durch Ungarn. Okay, die würden uns Military Access geben. Da haben wir einen 3 auf 4. Normalerweise sollte uns durch Kastilien eigentlich überhaupt nichts passieren. Kastilien soll sich da um Dings kümmern, um Savoyen kümmern. Kann man denen sagen, dass sie sich darum kümmern sollen? Irgendein DLC gibt es, wo man seinen Verbündeten sagen soll, dass sie sich um das Gebiet kümmern sollen. Ah! Aragorn ist auch auf unserer Seite, ist ja cool. So, Kastilien, kümmere dich doch bitte mal um Savoyen. Aragorn, kümmere dich doch bitte um Savoyen, Kastilien und Dings. Kümmert sich um Rom, finde ich auch gut. Kastilien ist ja supi. Nein. Sowas vergeben wir nicht mehr. Ja, ist uns wurscht. Kann man nichts machen. Gehen wir nachher gleich wieder zurück, sobald wir die auseinandergenommen haben. Nö, auch Ravensburg darf nicht durch.
Schauen wir mal, ob die das wirklich machen. Was ist das da? Ferrara mit 8000 Mann. Von Ferrara will ich eigentlich nur, dass sie aus dem Krieg ausscheiden und mir Geld geben. Das heißt, wenn ich die Hauptstadt erobert habe, habe ich die Hauptstadt erobert und alles andere ist sekundär. So, du gehst daher. Gegen wen sind wir eigentlich jetzt alle im Krieg? Eigentlich nicht so viel. Ist eigentlich perfekt fast. Bosnien bringt uns Geld. Nein, ihr könnt es mich gern haben. Bosnien, Ferrara und Savoyen bringen uns Geld. Gegen Venedig gewinnen wir Friaul. Brescia geht zurück an Mailand und Istrien. Und den Papal State nehmen wir vollkommen auseinander und machen einen Vasallen aus ihm. Finde ich gut. Okay, weißt du was, Neapel, was auch immer du tust? Greif doch bitte Rom an. Erobere doch bitte Rom, wenn geht. Das ist natürlich auch okay. Wenn Aragorn das macht. Im Endeffekt ist es wurscht, wer Rom erobert von euch. Hauptsache ich muss es nicht machen. Ist auch nicht so einfach, huh? Warte mal. Das können wir doch glatt auch. Wo sind die ganzen... Wo ist die ganze Flotte von Venedig hin? So, zu euch mal. Shift Consolidate. Damit es nicht so teuer kommt, euch glücklich zu machen. Ah, verstehe. Nein, die anderen will ich. Feigling. Andererseits ist mir wurscht. Wohin rennt ihr weiter nach Becherwick? Finde ich okay. Wieso darf der da eigentlich durch? So, perfekt. Ist das eine 1er vor?
Ah ja, na, 12.000 Lohn bleiben da. Das ist okay. Nö, gehen wir darf auf keinen Fall bei mir durch. Euch mag ich sowieso nicht. Gegen euch muss ich auch noch einen Krieg führen. Könnten wir solche Sachen irgendwann einmal erobern? Das wäre cool. Hey, ein 14er gewürfelt. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, wir haben einen Wall Breach. Wall Breach disaffected the siege status by plus 2. Finde ich gut. So. Gut, an dieser Stelle, Herrschaften, machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.